willkommen zu einem neuen Video. Heute mal aus einem Kellerraum, also aus meinem Kellerraum. Genau, und zwar ist das hier mein Bike-Raum, beziehungsweise ich zeige euch mal, wie er jetzt gerade aussieht. Und zwar, wie man sieht, ist alles noch so ein bisschen provisorisch. Noch mein Klappzelt ist hier vorhanden. Alles chaotisch und unordentlich, von daher, ja, muss jetzt einmal alles raus, alles neu, alles wieder rein. Ich fange jetzt erstmal hier mit dem ersten Teil an, und zwar ist das meine Bike-Halterung. Ciao! So, als nächstes kommen die Campingstühle weg. Noch mehr Campingstühle. So, Kofferraum klappt. Braucht auch kein Mensch, zumindest nicht mein Bike-Raum. Weg damit. Ups, ich würde sagen, ich packe jetzt hier einfach erstmal alles rein. Okay, was meint ihr? Der Raum ist leer, also beziehungsweise leer von den Klamotten her. Ihr wisst ja noch, was eben hier alles rumstand. Ja, ich würde sagen, jetzt fange ich mal an, irgendwie die Schränke abzubauen. So, jetzt bin ich motiviert. Schaut euch das an. Hier sind noch Kerzen drin. Das ist ja cool. Perfekt für Weihnachten. Siehst du, es ist die richtige Zeit, um den Bike-Raum fertig zu machen. Was ist hier drin? Boah, das sind viele Spins. Seht ihr sie? Ich kann nicht weiter ran. Und ich habe eben auch noch die Heizung angemacht. Spaß. Ups. Ja, ich werde jetzt mal ein bisschen Power geben und let's go. Tada! Ich habe jetzt auf jeden Fall alles gekauft und werde jetzt hier erstmal ein bisschen eine kleine Stärkung zu mir nehmen. Ich werde euch gleich zu Hause zeigen, was ich alles geshoppt habe. Ja, es ist alles eingekauft. Oh, es halt hier so, ich muss mal ein bisschen so. Und zwar habe ich jetzt schon angefangen, den Boden hier so ein bisschen abzukleben. Meine Streichsachen liegen ja auch schon bereit. Und dann würde ich sagen, wird jetzt erstmal komplett der ganze Raum gestrichen. Gestrichen. Ja, also das erste ist auf jeden Fall schon mal geschafft. So Leute, meine nächste Meisteraufgabe. Und zwar soll das hier später meine Werkwand werden. Genau, die soll dann da aufgehängt werden. Ich bin bereit. Safety first. Nach 2 Stunden. Schaut euch bitte an, wie gerade. Ich könnte quasi in einem Sägewerk arbeiten. So, jetzt kommt meine Lieblingsaufgabe. Genau, und zwar werde ich jetzt erstmal die Holzbalken dort reinschrauben. Ja, Leute, was soll ich sagen? Mein Meisterwerk
ist vollendet, also beziehungsweise der Anfang. Ich habe meinen Helm geupdatet. War das gut oder schlecht? So sieht das jetzt alles aus. Genau, und hier ist noch ein Platz, entweder für ein Gästebike oder für ein drittes Bike. Platz habe ich auf jeden Fall. Endlich meine Werkwand und meine Werkbank fertig. Ein bisschen doof ist, dass das hier nicht so ganz passt, weil ich habe mir was Cooles einfallen lassen. Schaut euch das an! Party, Party! Die Idee ist, dass hier irgendwann mein Werkzeug hängt. Allerdings habe ich irgendwie nur einen Werkzeugkoffer für mein Bike und der befindet sich eigentlich immer im Auto. Also falls ihr gutes Mountainbike-Werkzeug kennt, dann schreibt es gerne mal in die Kommentare, weil wie gesagt, ich würde gerne mir noch was zulegen. Ich habe noch meine neuen Reifen gefunden. Oh, ich will unbedingt bald mein Fahrrad umrüsten auf Tubeless. No way. Unbezahlte Werbung. Ach, ich brauche wieder Energie. So, ich bin fertig und bin mega, mega happy. Endlich ist alles sortiert und eingeräumt. Diese Wand sieht ja jetzt noch ziemlich leer aus, weil da hängen jetzt die Fahrräder, da ist der Schrank, die ist leer. Ich hole jetzt mal was. Was ich eigentlich sozusagen geschenkt bekommen habe. Ich bin super happy darüber, weil ich finde, es passt super gut hier rein. Ich bin mal gespannt, was ihr gleich sagen werdet. Ah, ja, das ist das gute Stück. Schaut euch mal bitte an, wie geil das aussieht. Ich liebe das so. Ich finde, das passt hier super gut rein. Ja Leute, was soll ich sagen? Ich bin fertig! Ich bin fertig und happy. Der Raum ist noch viel, viel schöner geworden, als ich ihn mir überhaupt vorstellen konnte. Ihr werdet auf jeden Fall in Zukunft hier einige Videos von mir sehen. Und ja, ich hoffe auf jeden Fall, ihr konntet euch einige Tipps abholen, beziehungsweise einige Ideen euch abgucken. Ja, und sonst sehen wir uns nächste Woche, ne? Ciao! Danke fürs Einschalten. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich würde mich mega über einen Daumen nach oben und über ein Abo freuen. Und falls ihr das letzte Video verpasst habt, könnt ihr es nur dort sehen. Oder ihr schaut bei mir bei Instagram vorbei. Und ansonsten seht ihr gleich noch einen Trailer vom nächsten Video. Bis bald! Einer meiner Anfangs-Fails. Hier habe ich... Ich finde, der sieht schon so riesig aus. Alleine, weil das einfach...